Einen Triathlon zu überstehen, ist für Hobbysportler eine echte Herausforderung. Schwimmen plus Laufen plus Radfahren, alles hintereinander und auf Zeit, erfordert viel Training, Kondition und Durchhaltewillen. Beim Kölner Triathlon im September wollen verschiedene Schauspieler aus der Region zum ersten Mal an den Start gehen. Für einen guten Zweck. Sie sammeln Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk. Mit dabei und mitten im Training sind auch die Schauspielerinnen Liz Buffo und Nina Vorbrot. Nina Vorbrot bereitet sich auf eine ganz besondere Rolle vor, von der Hobbysportlerin zur Triathletin. Ein gutes halbes Jahr haben sie und ihre Kollegin Liz Buffo noch Zeit, sich fit zu machen. Komm Liz, einen schaffst du noch! Und das sieht total leicht aus, wenn man es sieht. Jetzt, wo es so langsam losgeht, steigt bei Nina Vorbrot die Aufregung. Die Frauen haben sich viel vorgenommen. Beim Smart Triathlon geht es um 7 Kilometer Laufen, 24 Kilometer Radfahren und 700 Meter Schwimmen. Ich habe Horror vor Fischen im Fühlinger See, weil ich nämlich schon in der Badewanne mit Haien kämpfe. Und am wenigsten graut mir vorm Fahrradfahren, weil ich in Köln hier immer alles mit dem Fahrrad mache, wenn das Wetter es zulässt und so. Was machen Sie denn sonst für Sport? Bis jetzt habe ich eigentlich ausschließlich Yoga gemacht. Und das aber auch nicht zu häufig. Also ich bin bei weitem von uns hier, von dieser Gruppe, die unsportlichst. Bilder des Riesen-Events in Köln. Beim Triathlon werden auch in diesem Jahr wieder ein paar tausend Athleten an den Start gehen, gegeneinander kämpfen und sicher auch gegen den eigenen inneren Schweinehund. 2 bis 3 Mal die Woche arbeiten die Schauspieler nun mit Sportprofis, um sich am Tag der Tage nicht zu verletzen. Weißt du, ich Schiss vorhabe? Ja. Man hat doch sehr schmale Reifen, ne? Ja. Wir fahren aber doch über normale Straßen. Ja. Bleibt man ja nicht irgendwie in Ritzen hängen. Und aber das sind technische Sachen, die wir auch wirklich bei den Ausfahrten gut trainieren können, ja? Und er ist einer ihrer wichtigsten Ratgeber. Jürgen Zeck, 8-facher Ironman-Sieger, entwickelt das Trainingskonzept und motiviert die Triathlon-Anfänger. Die letzten Kilometer waren oft sehr schmerzhaft, aber in dem Moment, wo man ins Ziel kommt, fällt der Schmerz von einem ab und es entsteht auch auf den letzten Kilometern auch diese Euphorie, diese Ausschüttung von Glückshormonen. Man hat Gänsehaut am ganzen Körper. Und das ist man ist eigentlich wie auf Droge, aber von Natur aus. Und man möchte das Gefühl dann auch wieder erleben. Er meint, einen Triathlon könne jeder schaffen. Hauptsache, der Wille ist da und Spaß an der Sache. Und den haben Nina Vorbrot und ihre Mitstreiter schon jetzt.